Eine Kaltfront hat Teile Südafrikas mit eisiger Kälte und gebietsweise Schnee überzogen. Örtlich wurden am Freitagmorgen bis zu minus 9 Grad gemessen. Der nationale Wetterdienst sprach von der bisher kältesten Nacht des Jahres. Auf der Südhalbkugel herrscht gerade Winter, deshalb sind Schneefälle vor allem in den Höhenlagen zu dieser Jahreszeit nicht selten. Im Matrosberg Naturreservat bei Kapstadt genossen vor allem die Kleinsten die Schneefälle. Für Freitag hat der nationale Wetterdienst eine Schneewarnung für die Provinz Free State ausgerufen. Durch die Schneefälle drohen dort schlechte Straßenverhältnisse.